Die haben jetzt vor alle weggeräumt da, aber. Wir müssen jetzt irgendwie da langsam vorarbeiten. Das ist ein bisschen knifflig. Einfach zu schwach angeschlagen, da konnten wir es nicht mehr schaffen. Ah, nein. Nein. Jesus kann da auch nicht helfen. Jesus hat keine Ahnung, was wir hier vorhaben. Solche irren Menschen, die Atomkraftwerk gebaut hat er damals noch nicht im Sinn gehabt. And who fucking cares? Na ja, einen macht sie so alle. So, aber das haben wir zumindest geschafft bis hierhin. Ja. Okay. Was soll er werden, hä? So? Okay. Da haben wir ein bisschen mal einfacher, weil wir höhere Sichtweite hatten. Ah, die Waffe kann man auch noch mitnehmen. Jetzt renn ich nochmal zu dem Waffen auf dem Lager da und nehme die letzte. Ich hoffe, das ist mal eine gute Idee. Wird sich jetzt zeigen. Was soll das denn? Was soll das denn, Mann? No, please! Du bittest noch herum! That's the spirit. Nimm deine Waffe und denk doch nicht, so Schoning oder was? Ach, das sind alle! Unfassbar! Unfassbar! So, jetzt muss das reichen. So. Ich will öfter mal Granaten nutzen, das ist auch eine Idee, aber. Okay. Eine gute Idee ist jetzt in alle wegzuräumen, ich vermute, da kommen wir nicht durch. Aha, sind wir hier? Ah, na gut. Ja, Munition, nehme ich mal gerne mit. Okay, hier ist zu. War eine Treppe, aber gehen wir mal da lang. Ja, hier eine Treppe. Okay.
mal sehen. Wo ist Ingrid? Ich kann Waffen nehmen, dann wieder welche. Die Rüstung wieder weg. Ja, nicht so gut. Okay. Wo geht's überhaupt hin? Bin mal hier lang? Ich weiß nicht so genau. Ach, wieder so eine Schleuse. So, ich nehme mal lieber das Rundfenster. Ob man die brauchen, weiß ich nicht, weil die anderen ist ja eh alle. So. Ah, hier ist der zweite Reaktor. Okay. Nur ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht so leicht hier rauszukommen. Wahrscheinlich war es hier leichter reinzukommen als rauszukommen. Weil wir müssen eigentlich diese Jauri auch schützen, eigentlich. Ja, keine Ahnung. Alright. In case it doesn't, I'll have to try to overload these cores from the control room. Überladen, aha. Okay, erreiche den Kontrollraum. Mal gucken, wo der jetzt ist. Der Kontrollraum. Oh oh. Ja, voll erwischt. Na, Alarm am besten. Ja, komm, Merke. Er zieht sie. Ah, komm her. Aber ich nehme den Vorteil von oben. Von unten nach oben. Ja, von oben nach unten ist ein bisschen besser als von unten nach oben. Einer ist da unten noch. Erwischt. Auch funktioniert. Okay. Aber dann krieg ich nicht. Ne, hab ich noch. Hab ich aufgenommen. Ach so, hab ich aufgenommen. Eine mit geworfen, die andere ist schon wieder da. So. Wo muss ich jetzt hin? Munition hier auch. Das lief wunderbar eigentlich. So. Okay, wo muss ich denn hier lang? Keine Rüstung mehr. Das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich derjenige, der von unten nach oben muss. Das gefällt mir auch nicht.
Aber bisher ist keiner weiter aufgetaucht. Da wegen mir Leute rum, aber keiner mit einer Waffe. Okay. Die Cops, die brauchen auch Strahlenanzug. Ach du Scheiße! Wo kommen die Bierpizzen alle her hier? Hallo, wo einmal hingerichtet? Irgendwo ist da noch einer. Wo ist der? Wo ist der? Ich bin mal neugierig, ich will mal wissen, wo der ist. Ach da. Liegen nur Waffen rum. Man, Waffen brauchen wir hier nicht, sich beschweren. Wir sind ja mehr Militärs als in der Militärbasis. Deswegen war dann die Schwangel, konnten wir das eigentlich erledigen. Waren alle hier? In weiser Voraussicht. Ja. Ach so, ich will mich schieben. Typ mit Waffe. Typ droht. Muss tot sein. Waffen sind gefährlich. Zack ist der. Wo kann ich denn jetzt hier runterlaufen? Wo lande ich? No reason to go there. Aha. No reason to go there. Okay. War nur ein Versuch wert, ne? So. Muss ich hier rein? Hier ist jetzt auf. Ich habe leider keine Rüstung mehr. Das gefällt mir nicht. Kontrollraum. Kontrollraum 1A. How do I overload the reactors? What? No, never! It will cause a massive explosion! Are you insane? That's what I want, and you will tell me. Or I'll make you die. Very. Ja, umgebracht und wir wissen der Passwort nicht. Das Ding hat niemand eine Null. Welche Zahlenkombination kann man gehen? 666. Funktioniert? He's here! So, the time has come. Explosives will work.
Ja, wir haben eben das Atomkraftwerk gesprengt. Einen riesigen Atompilz verursacht. Ja, war wie eine Atombombe. Ja, ich würde sagen, das war's mit Hatred. War ganz gut, würde ich mal sagen. Ich finde grafisch kann ich ziemlich cool mit der Explosion oder mit den entsprechend zerstörbaren Objekten, Wände durchschießen und so weiter. Da fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Thematik ist natürlich ziemlich überzeichnet teilweise, ja. Jetzt am Ende. Wie hier zum Beispiel. War natürlich ein bisschen überzeichnet, aber. Ach, war eigentlich ganz okay. Was ich jetzt an dem Spiel nicht so gut fand, waren die Steuerung von Fahrzeugen. Die war ja richtig übel, fand ich. Ansonsten. Ja, das Spawnen von Feinden unter Umständen. Und dass ich auch immer wisst, wo man ist. Na, ich weiß nicht. Da hätte man viel besser machen können, ja. Vor allem nicht so auffällig teilweise. Aber ansonsten fand ich eigentlich ganz gut, ja. Aber die ganzen Aufruhr, das ist verursacht hat seiner Zeit von wegen. Ah, Amoklauf-Simulator, schreckliches Spiel, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So schlimm war es jetzt nicht, muss ich mal sagen, ja. Dafür war es ja teilweise wieder. Bisschen mehr zeichnet allgemein und also ist ja auch kein Amoklauf-Emulator eigentlich, weil man ja immer ein bisschen taktisch vorgehen muss. Ja, man darf hier einfach sinnlos alle umbringen, aber wenn irgendwie keine Leute mehr zum Heilen zum Beispiel. Deswegen, man muss ja schon ausgewählte Personen töten. Kann man auch so sagen. Ja, mit diesem Projekt war es damit auch. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Nachfolger oder ein DLC oder sowas. Ist noch nicht so ganz sicher. Bin ich noch nicht schlau geworden, ob irgendwann nochmal ein DLC geben wird mit einer neuen Story. Oder noch einen zweiten Teil womöglich. Keine Ahnung. Aber es kann sein, dass wir in Zukunft nochmal auf die Spiel zurückkehren werden für Custom Levels. Weil ich glaube, es sind noch welche noch in Arbeit, tatsächlich solche Custom Levels, wo man halt da mit der Community Level spielen kann. Mit einer Story. Das kann es tatsächlich geben. Jo! Also ansonsten, ja. Muss man entsprechend sehen. Ob da vielleicht was kommt dann irgendwann. Ihr werdet es auf meinem Kanal verfolgen können. Ansonsten, wie gesagt, war es an diesem Projekt. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Hat euch das Let's Play gefallen? Dann schreibt warum. Hat euch das Let's Play nicht gefallen? Dann ebenfalls warum. Denn ohne Kritik kann nichts besser werden. Natürlich versuchen wir immer wieder zu verbessern. Immer wieder, ja, noch bessere Let's Plays zu machen. Ja, noch mehr auf euch einzugehen, wenn ihr Wünsche habt. Ansonsten, wie gesagt, war es das. Mit diesem Let's Play. Was in Zukunft ist, habe ich gesagt. Kann sein, kann nicht sein. Hängt davon ab, wie sich das entwickelt hier, dieses Spiel oder die Reihe eventuell. Wird man sehen. Und falls es weiter passiert, hier in dem Spiel, sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt.